Hallihallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von mir, Drakus Gamezone. Heute wieder zurück an einem schönen Mittwoch mit Crowfall. Heute besprechen wir das Level- und Charaktersystem in Crowfall. Dazu aber gleich mehr nach dem Intro. Ich gehe in diesem Video von der Theorie aus, dass dieses Spiel gerade jemals begonnen habt und euren Charakter erstellt. Wie ihr alle wissen solltet, ist ein Charakter mehr so eine temporäre Sache, denn eure Charaktere sind vergänglich und daher werdet ihr mehr als nur einen Charakter erstellen in eurer Spielezeit. Ich gehe jetzt hier davon aus, dass ihr einen neuen Charakter erstellt und werde mit euch durchgehen, wie werdet ihr den Charakter leveln, wie könnt ihr den Charakter beeinflussen, wie sieht die Customization aus und was genau könnt ihr eigentlich alles entscheiden bzw. umändern, damit nicht alle Charaktere gleich aussehen bzw. sich gleich spielen. Als erstes müsst ihr euch für eine von 13 Klassen entscheiden. Jede Klasse hat nicht nur einen eigenen Spielstil und eine eigene Rolle, sondern auch ein eigenes Aussehen. Bestes Beispiel dafür ist der Waldläufer, der menschlich aussieht, wohingegen der Frostweaver halbmenschlich aussieht, ein bisschen elfisch. Und dann zum Beispiel auch noch den Legionär, der dann ein ganz anders aussieht, und zwar ein Zentaur ist, das ihm wieder ein ganz eigenes Gefühl gibt fürs Spielen. Rollentechnisch sind die Klassen wieder in die typischen drei Rollen aufgeteilt: DPS, Tank und Support bzw. Heal. Es gibt außerdem noch die vierte besondere Rolle, den Experten. Der Experte wird sich mehr auf wirkliche Belagerungen konzentrieren, wirklich auf solche Sachen, die mit der Welt und der Umgebung zu tun haben, wohingegen DPS logischerweise Schaden machen wird, der Tank Schaden nehmen wird und der Healer bzw. Supporter versuchen muss, das Team zu unterstützen, sei es durch Heal, Buffs oder Debuffs. Wenn ihr jetzt eure Klasse gewählt habt, könnt ihr den Charakter weiter designen, das heißt, ihr könnt ihm verschiedene Haarfarben geben, Körperbau, vielleicht Körperfülle, alles wie es auch bei anderen MMOs ist, und jetzt müsst ihr euch für Vor- und Nachteile entscheiden. Jeder Charakter hat einen gewissen Pool an Vor- und Nachteilspunkten, die können sie dann wiederum ausgeben für Vorteile und Nachteile hinzufügen, um ihm noch mehr Vorteilspunkte zu bekommen und damit dann mehr oder weniger noch mehr Vorteile zu bekommen. Das heißt, ihr könnt zum Beispiel als Vorteil einstellen höherer magischer Schaden und als Nachteil dafür, dass man mehr Feuerschaden nimmt. Abgesehen davon kann man sich dann im Spiel durch das Spielen des Charakters und das Leveln der Fähigkeiten dann eine von drei Disziplinen freischalten. Diese Disziplinen sind am Ende des ersten Level Trees und sorgen dafür, dass du deinen Charakter noch weiter spezifizieren kann. Jede dieser Disziplinen sorgt eigentlich dafür, dass der Charakter eine komplett neue Rolle bekommt. Sei es zum Beispiel der Druide, der sich zuerst mehr aufs Healen konzentriert hat, kannst du jetzt mehr auf Schaden konzentrieren, tanken oder nochmal healen. Was nicht vorkommen wird, ist, dass bei einer Klasse mehrere Disziplinen dieselbe Rolle verfüllen werden. Warum sollte ich denn eine andere Disziplin wählen, wenn alle genauso viel Schaden machen und es im Endeffekt keinen Unterschied macht? Das würde ja wieder im Endeffekt nur etwas von der Selbstbestimmung der Entwicklung des Charakters wegnehmen. Wenn wir schon beim Leveln sind, kann ich auch gleich auf das Level-System eingehen. In Crowfall levelst du prinzipiell immer. Immer wenn du online bist, immer wenn du nicht online bist, bekommst du eine gewisse Anzahl an XP in von dir ausgewählte Fähigkeiten. Die Anzahl der Fähigkeiten, die du gleichzeitig leveln kannst, hängt davon ab, ob du VIP bist oder nicht. Wenn du VIP bist, kannst du drei aus dem allgemeinen Tree und einer aus dem Klassen- bzw. Charakter-Tree. Und wenn du nicht VIP bist, dann einer aus dem Allgemeinen und einer aus dem Klassen. Also klassenbezogen bringt das VIP-Sein nichts, beziehungsweise nichts mehr. Wenn du aber halt besonders gut in Craften werden willst, kannst du auch VIP werden, dann wirst du circa doppelt so schnell fertig sein mit einem Skill, beziehungsweise doppelt so viel gleichzeitig skillen können. Unter klassenbezogenen Fähigkeiten wirst du alles leveln, was mit deiner Klasse zu tun hat. Das heißt, wenn du jetzt Ritter bist, wird dein Schwertschlag stärker werden, dein Schildblocken wird weniger Ausdauer benötigen oder wird mehr blocken oder wird Ziele hinter sich blocken. Und das ist prinzipiell alles, was du hier machen wirst. Oder als Druide deine Heal-Fähigkeiten, deine Heal-Orbs, als Ranger deine kritische Trefferchance vielleicht mit Bogen und Pfeil. Wohingegen du im allgemeinen Tree craften von allen verschiedenen Arten von Crafting, wo du auch noch deinen besseren Umgang mit Rüstung und Schwertern lernen kannst und auch noch neue Fähigkeiten und weiteres Reiten, Häuser bauen, was auch immer. Das steht im Prinzip eigentlich noch ein bisschen offen. Zu guter Letzt kann man sich noch während dem Spielen mit Hilfe von Runensteinen spezialisieren. Diese Runensteine könnte ich zum Beispiel zum Vampir werden lassen oder zum Werwolf. Diese geben dir dann wieder neue Buffs
und wieder auch Debuffs, also Vor- und Nachteile und vielleicht sogar noch Fähigkeiten. Sachen, die auf jeden Fall kommen werden, sind Vampir, Werwolf, Nekromant und noch mehr. Vielleicht sogar noch extravagante Sachen, wie einfache Adler rufen oder Adleraugen, einfach solche Sachen, die noch mehr deinen Charakter spezialisieren werden. Diese Runensteine können in dem Spiel während einer Kampagne, als Belohnung am Ende einer Kampagne, selbst geschmiedet werden bzw. hergestellt werden oder auch einfach so random in der Welt gefunden werden. Auch wenn es sich am Anfang nach wenig anhört, muss man dazu sagen, dass jede der 13 Klassen auf zumindest 3 Varianten gespielt werden kann. Danach kann es noch immer durch neue Waffen, das Aussehen des Charakters, durch Runensteine und Vor- und Nachteile den Charakter noch individualisieren. Dadurch ist jeder Charakter ein eigenes besonderes Meisterwerk. Als Beispiel dient mir hier der Frostweaver. Diesen kannst du entweder auf hohen DPS-Schaden spielen, dementsprechend wirst du wahrscheinlich Vorteile haben, die deinen Schaden hochbuffen, Nachteile, wenn sie mehr Schaden nehmen, und vielleicht dann irgendwelche Runensteine, die dann wieder geltend machen, mehr magischen Schaden, mehr kritischen Schaden, mehr kritischen magischen Schaden, vielleicht irgendwie so etwas wie Runenstein des Magiers, und dann hast du im Endeffekt einen sehr starken, magisch fokussierten Frostweaver auf DPS halt. Falls du jetzt doch der eher tanky fokussierte Spieler bist, dann kannst du das natürlich auch machen. Dementsprechend wirst du wahrscheinlich eine Variation des Frostweavers spielen und dann wahrscheinlich noch Runensteine wie Blut des Gigantens oder Nachkomme von Giganten, so das in die Richtung, der halt deine Lebensleiste und Resistenzen in die Höhe treibt. Dafür wird dein Schaden minimiert, vielleicht sogar etwas langsamer, wenn man gerade an Giganten denkt. Dann vielleicht noch irgendwelche Vorteile wie höhere Lebensregeneration, höhere Leben, magische Resistenz oder normale physische Resistenz. Und danach noch so etwas wie, dass du alle 3 Fähigkeiten nur etwas blockst. Und dann vielleicht noch als Nachteil irgendwie, dass du kaum Schaden machst, dass du einen sehr starken magischen Reduktion hast, wodurch du keine Fähigkeiten wirklich gut casten kannst. Vielleicht eine Mana-Regenerationsgrenze, wodurch du ziemlich wenig Mana regenerierst, was ich auch wieder eingrenzen würde. Aber im Endeffekt wärst du das, was du sein willst, und zwar ein Tank. Ich bedanke mich fürs Anschauen dieses Videos, diesmal etwas ruhiger. Ich habe mir diesmal die Zeit genommen und mich wirklich hingesetzt, habe mich diesmal glaube ich eine Stunde glaube ich nur hingesetzt und habe aufgenommen, habe mich diesmal die Zeit genommen, langsam ruhig zu sprechen, damit ich nicht zu hektisch und zu nuschel und irgendwie mich dann selber verliere. Daher diesmal versucht einen kleinen Umschwung zu machen. Ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen. Abo, Favo, Kommentare immer gut da, um es zu zeigen. Zeigt eure Meinung dazu, wenn ihr wollt, wenn ihr nicht wollt, falls ihr irgendwelche Ideen habt, falls ihr euch irgendwas vorschlagen wollt, falls ihr irgendwie mich belehren wollt. Schreibt das in die Kommentare. Ich freue mich da immer gerne drüber. Und ich rede da gerne auch drüber. Und ja, man sieht sich damit eigentlich dann wieder am Sonntag mit einem weiteren Video von Battlefield Gothic oder Evolve oder Dawn of War 3. Je nachdem, was halt gerade da ist. Damit verabschiede ich mich. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.